Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Block Walls zusammen mit Elina. Hallöchen. Hallo. Ups. Außerdem haben wir mit von der Partie Nature Boy für Team Blau, Octopus für Team Lila. Ich bin Team Rot, Elina ist Team Grün und in der Mitte haben wir die brandneuen Videospiel-Lucky Blocks. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die für uns bereithalten. Nach wie vor gibt es am Ende des Videos natürlich das PvP-Battle, wenn ihr mehr Lucky Block Walls sehen wollt, nicht vergessen, den Like-Button kräftig zu flanken und wir legen los mit dem Battle. Let's go. Bum, 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 bum. Wir haben 4 bzw. 5 Cases. Mal sehen, was wir rausbekommen. Wir bekommen den Windring mit Speed 2. Ausgerüstet. Jawohl. Außerdem 2 Pizza und ein Prison Lucky Block. Okay. Und aus der Invisible Chest bekommen wir jede Menge Feuergranaten. Was hast du aus der Invisible Chest bekommen? Erzähl mal. Ich habe nur Granaten gekriegt, TNT-Granaten. Ja, ich habe auch nur Granaten. Ich habe Fire Grenades. Warte mal, was können die? Häng fest. Ah, oh, die sind, okay. Die sind doch viel nicer, als ich gedacht hätte. Okay, Fire Granaten, die sehen wir uns auf. Granaten. Granaten. Und ich habe nochmal 3 Loot Cases rausbekommen. Nintendo Block, Leute. Ah, oh, den muss er mit der Spitzhacke abbauen. Oh, 2 Mario Spitzhacken rausbekommen. Die brauchen wir aber leider nicht. Nuclear Lucky Block. Zack. Oh, was ist denn das? Anti-Radioaktivitätsschutz zum Trinken. Das ist irgendwie so Uran zum Trinken. Also Uran ist es nicht, aber es ist irgendwie was ganz Komisches zum Trinken. Okay, und Elina hat den ersten Tod. Jawohl. Okay, Nintendo kriegen wir 2-mal nichts raus. Auf jeden Fall, danke. Wir kriegen 3... Oh, ich glaube, der Server leckt. Ah, doch, ich habe was rausbekommen. Alles ist voller TNT. Oh, jetzt würde ich ja schon gerne die... Oh, ich habe einen Taser auch bekommen. Okay, ich nehme alles zurück, Leute. Ich habe jede... Kann ich mit einem Taser das TNT zünden? Let's go! Ah, oh, das geht nicht. Oh, ich habe unendlich viele Schüsse mit dem Taser. Ist ja nice. Herz aus Gold. Oh, okay, das gibt Bonusherzen. Das ist recht nice. Wir haben außerdem Eisen, Diamanten, Gold und so weiter, was man alles braucht. Ein Erdblock. OP. Also hier Prison. Ohne Gefangenenhose ziehen wir uns an. Sehr schön. Okay, dann machen wir jetzt die Clash Royale Blöcke, Leute. Dann haben wir noch Elina und Banks jeweils ein. Und dann können wir auch schon die Mitte abbauen. Oh, als ob die droppen. Alter. Ja, nein. Nein. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Ich hoffe, ja, auf jeden Fall viel Spaß eher mit dem TNT. Ja, ich hatte so Mini-Skelette und die haben wiederum TNT gedroppt. Und dieses gedroppte TNT hat wiederum dieses Mega-TNT in die Initial gezündet. Und es ist irgendwie alles explodiert. Oh, gemeine Falle, Alter. Wir sammeln die XP auf, Leute, weil vielleicht, ich meine, wir verzaubern zwar relativ selten, aber vielleicht klappt es ja irgendwie doch mal. Machen weiter, Clash Royale. Da haben wir die Clash Royale Hose. Leute, mit diesen Hosen ist es so, dass die immer stärker... Oh, Käfig fallen. Dass die immer stärker werden, je mehr Damage man bekommt. Also das ist eigentlich ganz geil. Deswegen sollte ich die vielleicht sogar ausrüsten. Ich rüste die mal aus. Problem ist, wir bräuchten irgendwie Repairing dazu. Damit wir die auch irgendwie reparieren können, weil die ist nicht unzerstörbar. Ich habe aber eine andere Idee, Elina. Ich habe eine kleine Überraschung für dich schon mal. Hey, ich krieg Schaden. Wieso? Ich ertrinke. Wieso ertrinke ich? Ja, Elina, solltest du mich angreifen, habe ich definitiv hier eine kleine Überraschung für dich. Oh Gott, ich wäre fast selbst eingelaufen. Das wäre nicht so geil gewesen. So, wie viel haben wir noch? Da kann ich ja sogar hier alles voll machen. Ich würde die auch beim Beacon vielleicht... Na, nee, da muss ich erst da hochspringen. Das lassen wir mal. Wir halten die hier unten. Weiter mit Clash Royale. Das sind random OP... Oh, nice. 5 OP-Potion-Effekte. Random. Sehr, sehr nice. Okay. Clash Royale. Weiter. Zack. Das Geile ist bei dieser Tränketasche, die stacken sich die Effekte. Das heißt, ich kann die so oft benutzen, wie ich will. Und es wird immer krasser. Clash Royale Boots ziehen wir auch an. Ich brauche echt Repairing, Elina. Kannst du mir das mal schenken? Ich habe selber kein Repairing. So viel... Das ist natürlich... Oh, ein Freeze-Spell. Ob der wirklich funktioniert und die Gegner einfriert? Ich, ohne Chestbett. Nice, wir haben fast Full Clash Royale Rüstung. Komm jetzt den Helm. Gib mir den Helm. Ah, oh, das wäre auch zu nice gewesen. No, renn nicht in die Käfig... Oh, jetzt habe ich es ja verraten, was es ist. Ich meine, renn nicht in den... oh, die droppen diese Herzen aus Gold, wenn man die killt. Das ist natürlich mega... Oh, nice, jetzt farm ich mir erstmal die Tränke, Leute. 200 Bonusherzen auf den Weg. Ich kriege aber, glaube ich, bald Abbaulähmung. Oh nein, es verbrennen die ganzen Tränke wegen dem Feuer. Hört mal auf, Leute, chillt doch mal. Wieso greifen die mich alle an? Ich will doch nur die Tränke farmen. So, Feuer aus. Oh, da ist noch einer, Leute. Hier liegen auch noch ein paar Tränke rum. Da auch noch mehr. Nice. Hier, oh, auch noch welche. Waren das alle? Ich sehe zumindest keinen mehr. Okay, wir haben eine Menge Bonus. Oh, wir haben übelst viele Bonustränke. Oh, das ist was anderes. Nee, das ist, glaube ich, das Gleiche. Aber irgendwie ist es auch was anderes.
Wir haben eine Erztasche. Boom, boom. Ja, das sind zumindest die also das sind ja wirklich die lowsten Erze, die man da überhaupt rausbekommen konnte. Okay, jetzt kommen die zwei stärksten Lucky Blocks, die wir heute haben. Zuerst der Banks Lucky Block. Zack. Oh, die Banks God Chest Plate. Und jawoll. Elina. Wo bist denn du? Bin nirgendwo. Ja, Alter, du hast ja... Bin gequittet. Was machst du denn? Wahrscheinlich gequittet. Oh, du hast ja mega die Explosion hier gehabt. Also mit deiner Dia-Rüstung siehst du da ziemlich alt aus, würde ich mal sagen. Nice. Okay, wir haben die Gottbrustplatte. Das ist natürlich nice. Die ist cool. Die ist sehr cool. Wir haben Elina-Block jetzt noch. Was kriegen wir da raus? Elina-Gems. Ich habe Elina-Gems. Okay, da können wir uns eine Elina-Rüstung draus craften. Da baue ich mal ganz kurz mit der Werkbank. Oh, dann Elina-Schwert. Wir haben gar keine starke Waffe, Leute. Nein, hoffentlich können wir uns ein Elina-Schwert daraus machen. Das wäre halt schon mega nice. Weil ansonsten haben wir da, glaube ich, wirklich ein ziemliches Problem. Bitte, 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 bitte. Jawohl, Elina-Schwert. Wupp, wupp. Nice. Oh, das sieht ja mega low aus, aber es ist tatsächlich ziemlich stark. Wir haben noch 22 übrig. Das reicht auf jeden Fall für einen Helm. Was brauchen wir noch, Leute? Eine Hose brauchen wir vielleicht und Schuhe und jetzt haben wir noch 6 übrig. Dann machen wir uns nochmal einen Helm, würde ich sagen. Genau, jetzt haben wir eine relativ nice Rüstung. Okay, da würde ich sagen, aktivieren wir mal die Mitte. Möge das Battle beginnen, die Mitte ist aktiviert, Elina. Bist du bereit? Ich gebe mir ein paar Bonusherzen. Oh, okay, ich kann mir nur 2 Reihen Bonusherzen damit geben, aber ist trotzdem ganz cool. Der erste Videogame Lucky Block. Oh. Boah, geiles Schwert. Wow, echt? Damage. Das cool, ich habe ein relativ starkes Schwert sogar bekommen. Oh, da kommt mega der komische creepy Sound, wenn man das abbaut. Karotten. Oh, das ist, glaube ich, geil. Oh. Boah, mega geiles Schwert. Boah, nice. Ich habe schon starke Schwerter. Die sind. Oh, ich habe hier eine Brustplatte. Die sind aber alle schwächer als das Elina-Schwert, was ich hier schon habe. Weg mit dir! Hier liegt irgendeine nice Videogame-Potion. Oh, er hat meine Rüstung instant in den Arsch gemacht, ne, die Sau. Oh, aber... hab ich das aufgesammelt? Oh, ich habe ein mega nice Schwert. Das sieht richtig cool aus. Aber es hat halt leider nur 7 Damage. Aber... Oh, Step Up. Wow, die Potion ist mega krank. Holy shit. Okay, die nehmen wir mal, Leute. Dann müsste ich eigentlich hier hochsteppen können. Nö, aber ich kann hochklettern, so hochsliden. Lol. Okay, ich habe... Leute, ich versuche mal. Vielleicht ist dieses Schwert ja krass. Ich meine, man weiß es nicht. Das hat halt einen Luck-Faktor. Oh Gott, bin ich schnell. Das heißt, ich benutze das jetzt einfach mal. Oh, und ich habe was mega cooles. Videogame-OP-Apfel. Das sieht richtig nice aus. Oh, Leute, da ist noch ein nices Schwert. Ich bin zu schnell, ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt so geht's. Was habe ich bekommen, Leute? Diamantschuhe. Oh nein, ich habe Mario Dream Boots. Unzerstörbar. Ziehen wir uns mal an, Leute, wenn wir schon da was Neues am Start haben. Ich habe aber noch ein cooles Schwert bekommen. Real Knockback. Das benutzen wir auch mal, Leute. Und dann, ah, hier. Oh, ich habe ein mega nices Videogame-OP-Schwert. Alter, das sieht übelst cool aus. Ilias schon, ach, du hast Ilias schon gekillt, oder wie? Nee, habe ich noch gar nicht. Okay. Mein Beacon ist auch noch am Start. Wo bist denn du, Elina? Ich habe dich da gerade rumfliegen sehen. Hier fliegt ein Wolf. Hier fliegt einfach ein Wolf. Was geht denn hier ab? Yo, alles ist weggesprengt bei Ilias. Bist du verrückt? Oh, das waren irgendwelche besonderen Diamanten. Oh, nochmal das Videogame-Schwert. Ich sammle das mal auf, bevor das ein... Ist das das gleiche? Nee, das ist ein anderes. Hat das mehr Nullen? Das hat 3, 6, 3... Nö, das sieht aber cooler aus, Leute. Was ist passiert? Ich wurde teleportiert oder so. Okay, komisch. Nature Boy hat das ultimative Genji-Schwert, das mega OP ist. Oh, man. Alter, ich habe ein geileres. Ich habe ihn gerade gekillt. Und er auch noch. Ich habe ein mega geiles Schwert. Ja, komm mal her. Mann, immer wenn ich in deine Nähe komme, ist meine Steuerung umgekehrt, Elina. Immer wenn ich in deine Nähe komme, dann fliege ich einfach hoch. Ja, das ist ja auch einfach nur fair, wenn du auch sowas hast. Das ist unfair. Wie soll ich dich denn angreifen? Ja, wie soll ich dich angreifen? Ihr fliegt echt hoch. Woran liegt denn das? Ich glaube, das liegt an meiner... Warte mal, das liegt, glaube ich, an meiner God-Chest-Plate. Ich kann mich nicht bewegen, Elina, hör mal auf damit. Ich mach doch nichts. Okay, warte, ich ziehe meine Brustplatte aus. Ich glaube, das liegt daran. Aber welche ziehe ich denn dann dafür an? Nehmen wir mal die Clash Royale Chestplate. So, ist es jetzt weg? OP, 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 OP. Wieso kriege ich da negative Effekte? Aber ich habe auch Stärke 4. Einfach Übelkeit, Leute. Und tschüss, Elia. Er ist nicht gestorben? Hallo? Ich habe Stärke 4, Mann. So, und Elia ist weg. Okay, wir bauen mal Elias Beacon ab. Machen wir den Anfang. Den killen wir den ersten Spieler.
Na, aber Chris hat's eigentlich. Du musst mal Chris killen, der hat 15 Tode. 15! Warte, ich mach den 16. Boom! Ich mach jetzt mal folgendes: Ich platziere mal vor, eher sein Beacon. Und? Okay. Let's go, ich gebe ihm mal Real Knockback. Oh, das ist mega krass. Und tschüss, Ea. Oh, ich bin so OP, ey. Okay, Ea ist auch raus. Ich würde sagen, wir gönnen uns noch ein paar Videogame Lucky Blocks, wenn wir schon mal dabei sind. Vielleicht kriegen wir, yes, noch was, vielleicht kriegen wir noch eine coole Rüstung raus. Oh, das sieht interessant aus. Was haben wir da bekommen? Die Mario Dream Helm. Okay, der sieht interessant aus. Und wir haben noch den Videogame OP-Apfel, den wir ja auch noch nehmen wollen. Da haben wir schon ein paar nice Sachen rausbekommen. Nice Schwert, nice Rüstung. Was Nices zum... Das ist irgendein Stick, der kann doch bestimmt was Besonderes. Glück 500! Oh, was ist denn das? Kam da irgendwas raus? Habe ich was bekommen? Jelena, hör auf! Ich habe was bekommen. Was mach ich denn? Ich mach doch gar nichts. Oh, ich habe irgendwie... Was habe ich denn da bekommen, Leute? Oh, warte, da müssen wir kurz lesen. Das Legendary Plural Schwert. Das OP-ste Item überhaupt. Nice, Alter. Let's go. Das sieht cool aus. Okay, nice, 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 nice. Oh, wir haben eine Zombie-Challenge, Jelena. Muss mal Zombies killen. Also, ich bin bei deinem Beacon, by the way. Bonus Herzen. Was? Nein! Ja. Du hast deinen Beacon einfach weggesprengt, oder? Aber das zählt, da bist du selbst schuld. Ja, ich kann nicht mehr fliegen! Scheiße, 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 meine Gott-Chess-Bett ist im Eimer. Oh, wer ist da dein Beacon? Oh nee, was mache ich denn jetzt? Ich hab nicht mal Schuhe, Alter. Okay, mein Beacon ist weg, Elida. Fuck. Ja, meine. Okay, hab ich irgendwas, was ich hier noch nicht. Alter, was ist das für ein Sound? Das war meine Banane! Ach so, ich hab mich voll erschreckt, das geht ab. Nein, Mann, das ist so OP, ey! GG. Ich hoffe, euch hat das Battle gefallen. Vielleicht mal ganz kräftig den Abo-Button. Einfach in die Mitte auf das Video klicken, auf mein Kanalbild, um mich kostenlos zu abonnieren. Oder klickt unten auf die vorgeschlagenen Videos, um nichts zu verpassen. Würde mich sehr freuen, euch da auch anzutreffen. Video bewerten nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.